Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Zelda Breath of the Wild und wir haben hier Kisten. Aber geil. Oh je, es ist ins Wasser gefallen. Ein Fisch, na gut, mit dem können wir leben. Hauptsache Rubinen hier. Die Kiste kann man anscheinend nicht, Oh. Elektropfeile? Okay, das ist Neues. Das hatten wir bis jetzt noch nicht. Ja, der Fisch ging über Bord, sozusagen. Okay, hier ist ein Schrein in der Nähe. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier rüber. Ich vermute mal, dass der Schrein die Richtung sein wird. Was sind das da? Ach so, das sind solche Echse, die schwimmen. Was ist das? Sonnenuntergang? Ja, kann sein. Könnte sogar sein. Okay, ich gehe davon aus, dass wir hier zum Tempel kommen. Oh oh. Oh oh. Da kommen sie. Na, komm schon. Okay, wir haben keine Waffen mehr. Was? So. Da wie hackt's, ey. Mein Gott. Die Lanze ist übel. Wann komme ich an sie ran? Was? Wir haben einen Bogen, der stärker Bogen. Aber kann ich sagen. Moment. Du wirst einen werfen. Dann den hier wegwerfen. So. So, gehen wir da hoch, wo die waren. Vielleicht haben die ja was beschützt, wer weiß. Okay, man kommt anscheinend hier über zum Tempel hoch. Vielleicht sehe ich das Schreien von hier aus. Okay, kommen wir hier auf... Was ist denn das? Ah. So, das wäre eine schlafende Ex gewesen, super. Gehen wir kurz wieder hoch. Ah, also wissen, dass wir wirklich nichts verpassen hier. Ich glaube, hier oben sind, wir haben hier Erz noch gesehen von Weitem, oder? Waren die weiter oben? Hm. Man sieht da nichts, ne?
Hier ist nix. Oh, nee, ich wollte gerne markieren. Naja. Da drüben sind komische Stellen. Okay, da schläft einer. Wir könnten ihn vielleicht sogar jetzt... Such mal den Schlafen hier ran zu... Oh nee. What? Wow, der hat extrem viel Schaden gemacht. Noch eine halbe Eichel. Mobbling, ja, ist ja super. Okay, so viel dazu. Das ist ein bisschen komisch, dass der Stein da vorne, das schwarze da irgendwie. Kann ich hier eben hinterher rennen? Okay, was ist hier? Wie es mich da irgendwie rüberlotst, ich weiß nicht wieso. Das Gefühl, ich verpasse was, wenn ich das jetzt nicht teste. Moment, nee, der Seite. Oh, ich dachte schon, wie so die Kamera jetzt. Ja, war nix. Scheiße, wie komme ich jetzt wieder rüber? Will ich hochklettern, ne? Das ist jetzt ein Höhegewinn. Ja, ja, man kann nicht immer gewinnen. In dem Fall haben wir leider nichts gewonnen. Vielleicht ein Trostpreis, ja. Ich frage mich, wo das hier hingeht eigentlich. Weil das Ganze ist hier so. Links, rechts immer aufgebaut. Wetten wir, der Tempel ist tatsächlich da unter Wasser gewesen. Jetzt werden wir jetzt nichts finden, dann ist er wirklich da unter Wasser. Da hat wieder Erze, die man sprengen kann. Das werden wir jetzt wieder tun. Osttor, okay. Oh. Entschuldige. Das war nicht so gedacht. Feuerstein, okay, war das einzige. Ja, scheint so. Ja, sacre bleu, ich glaube echt, der Tempel war unter Wasser.
das ein Gegner? Ein Taure. Oh, was? Da haben mit einem Hieb so viel weggenommen. Warte mal. Will ich was haben, was wirklich viel gibt? Mach's hier rüber. Oh, meine Kleine will auch gerade was. Mal schauen, vielleicht ist es nur vorübergehen. Wir brauchen mal eine gute Waffe. So, und ich muss doch mal ganz kurz passieren. Bin gleich wieder da. So, ich bin wieder da. Da kam jetzt ein Bild. Meine Kleine hat sich mit angewinkelten Armen zwischen den Bettgestelllatten in die eingeklemmt gehabt. Okay. Sie ist irgendwo im Schlaf zwischen reingekommen, hat den Arm angewinkelt und ist dann mit dem Ellbogen hängen geblieben. Natürlich ein Schockzustand für sie, wenn sie sich plötzlich nicht mehr befreien kann. Ne? Aber gut, war ja nichts Wildes. Da, genau solchen Dingen habe ich halt die ganze Zeit meine Kleine auch im Blick, auch wenn ich hier Let's Plays aufnehme. So, jetzt versuchen wir jemanden zu besiegen da. Boah, jetzt bin ich einmal, ich bin fast tot. Problem ist, ich weiß nicht, wie ich RT, mit RT kann ich glaube. Nee! Ich werf die Waffe das einzige. Ich werf die Waffe das einzige, das mir helfen kann gegen den Typen. Ein kleines Viertel noch. Was zum Viertel auffüllen? Naja, Neichel, ja. Ich habe das Gefühl, ich muss in die Höhe gehen, um irgendwie. Keinen Sinn auf gerader Fläche. Zerbrich gleich, willst du mich verarschen? Meine super Axt zerbricht gleich.
Okay. Mal was essen, sonst bin ich eh gleich tot. Ja, okay. Also der Typ ist eindeutig für uns noch zu stark. Wo war der letzte Einspar? War bestimmt da beim Hochlaufen, denke ich mal. Ich denke ab mit oben wahrscheinlich. Ja, genau. Okay, also, wisst ihr was, wir gehen jetzt da einen Berg hoch. Hier auf das Podest. Bei dem besiegen wir auf alle Fälle nicht. Der ist zu stark. Vielleicht gäbe es einen Trick, wie man den am besten besiegen könnte. Ja. Wir haben das jedenfalls nicht herausgefunden. War schon heftig, ey. Ja, wir müssen wahrscheinlich tatsächlich da ins Wasser jetzt, ne? Das ist der Tempel, dann ist der Schrein da mitten im Wasser drin. Art Wassertempel, ne? Das kann er heiter werden. Geht hier trotzdem mal hoch, falls wir den verpasst haben. Ach, weißt du was? Dann ergibt das Ganze aber auch einen Sinn. Wieso wir den anderen Schrein gehört haben und nicht gefunden haben, weil der im Wasser gemeint war. Okay. Sind wir auch weit oben wieder mal. Ja, dann gehen wir mal oben, hier oben mal zurück. Das scheint auf dem Wasser, das heißt, wir müssen die nicht anlocken. Aus dem Wasser bringen. Was passiert, wenn ich Elektrofeil ins Wasser schieße? Sind denn alle instant tot? Scheine näher. Wo ist der da oben? Ich geh mal hoch. Einfach mal so. Aus Neugier. Aber jetzt piepst nicht mehr. Dem Specken kann es sehr gut sein, dass der Schein da unten gemeint ist. Weil jetzt wäre er auch in der Nähe. Wenn das wirklich kein Sonnenuntergang war, sondern ein Schrein, der unten im Wasser geleuchtet hat. So. Steinböcke. Okay, hier ist wieder ein kleiner Fee. Nee, was? Hier bitte? Ach du Kacke, ey. Wie so weh. Ein Steinbrocken, der mich angreift. Zum Glück hatte ich noch die Bombe aktiviert. Und das war was Neues gewesen, kenne ich auch noch nicht. Hier unten müsste der Schrein sein. Gut, der könnte natürlich auch hinter dem Wasserfall sein, ne? Und hier noch weiter hoch. Nochmal schauen, was hier oben ist. Wird wahrscheinlich jetzt auch gleich wieder Kälte hier oben. Ja, der Minotaurus hat uns echt die Beine lang gezogen, sag ich jetzt mal. War nicht mehr feierlich. So. Boah, was für ein riesen Stausee.
Weiß nicht, wie man, ich denke, eigentlich müsste man hier jetzt bestimmt in welche Schreine sehen und so etwas, aber hier sieht man auf nichts. Gar keinen Anlass, hier hochzugehen eigentlich. Den Turm da. So, hier unten müsste jetzt sein, der Schrein, ne? Komm, ich weiß, jetzt hier wieder keine Leuchten. Aber der war da. Was? Wir suchen das jetzt. Wir gehen, sag mal, darüber. Ja, wie mir angezeigt. Eine Höhle. Ja, toll. Und hier ist der Schrein. Aber nicht im Wasser, sondern... Ja, und wie gesagt, Schrein. Nicht im Wasser, sondern hinter dem Wasserfall. Ich glaube es ja nicht. Na gut, ich muss sagen, hier beende ich auch die Folge für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein Like da und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von Zelda Breath of the Wild. Ich mache heute eine Pause, weil meine drei Folgen, die ich jetzt aufgenommen habe, ihr wisst, was bedeutet, drei Tage und dementsprechend kann man auch mal eine kleine Pause machen. Boah, jetzt so viele Erze. So. Okay, bis zum nächsten Mal und tschüss. Vielen Dank fürs Zusehen. Die heutige Folge ist leider zu Ende, aber es geht weiter. Mit einem Abo verpasst ihr keine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal.